So, neuer Tag, neues Glück. Geht weiter. Übrigens, Jana, vielen Dank, dass du mich abonniert hast. Oh, das tut mich ja irre. Grüße aus Dresden. Ja, ich habe gestern erst mal meine Brille gesucht, da habe ich eine halbe Stunde noch mal, oder eine Stunde fast, das Auto noch mal aus und umgeräumt, alle Schränke leer und geguckt und gemacht, nie gefunden. Zu Hause habe ich mir noch mal die Videos angeguckt, wo du die gehabt hast. Also ich war mir sicher, dass ich die mit hingenommen habe, oder ins Auto zumindest. Und in die Garage. Also das wusste ich nicht mehr, wo ich die abgelegt habe. Alles gesucht, alles gemacht. Dann habe ich zu Hause nochmal die Bude umgekrempelt. Wo könntest du die Brille hingelegt haben? Eigentlich hat die einen Stammplatz, aber keine Ahnung. Ja. Und jetzt will ich anfangen, mal Wasser zu machen. Gucke hier rein. Und was liegt da? Scheiße. Geht schon gut los. Ja, Messgerät habe ich natürlich wieder vergessen. Ich wollte ja mal messen wegen Ladung, was hier nun kommt. Ob ich hier noch was basteln muss oder was hier jetzt der Fall ist, warum da nie einschaltet. Beziehungsweise ich könnte ja mal das Auto, das Ladegerät einstellen. Und dann sollte ja die Batterie dann mal voll sein und irgendwann das Ding schalten auch. Das werden wir mal probieren. Jetzt schließe ich erstmal meinen Wassertank wieder an. Geht überhaupt. Da ist ein Licht. Mein Schalter geht nicht hier. Ich habe hier einen Wasserhahn mit Schalter dran. Man hört nur Klacksen. Aber Pumpe läuft nicht. Ich hatte jetzt zum Probieren schon gedrückt hier. Da lief sie an. Da die Sicherung durch. Ich hab schon immer die 3 Ampere Sicherung hier drin gehabt. Die reicht ja eigentlich einzeln dafür. Aber ist ausgegangen. I can't no sleep. Bei der Musik könnte ich schon nicht schlafen. Ja, so sieht's aus. Rote Etikett, könnte man Angst kriegen, war aber vorher bloß reiner medizinischer Alkohol drin und da waren sogar noch 100 Gramm drin, den habe ich gebraucht von eBay auf eBay gekauft und da waren sogar noch 100 Gramm Alkohol drin,
wenn du den umgedreht hast. Ja, ist doch eigentlich erstmal ganz gut geworden. Deckenlampen habe ich noch nie, ich brauche noch richtige Karten. Gucke ich jetzt mal im Baumarkt, ob ich da noch was finde. Und das Wichtigste geht erstmal. Ich habe Strom, ich habe 12 Volt, ich habe 220 Volt, ich habe USB. Ich habe einen Schrank. Rein theoretisch bräuchte ich also durch hier eine Matratze reinhauen und könnte unten schlafen. Aber ich mache mich jetzt mal ans Ausmessen und baue hier so eine Art Liege zusammen. Und dann muss ich jetzt sehen, wie weit ich hintergehe. Aber ich werde mich erstmal so weit aus der Affäre ziehen, dass ich meinen Taster wieder anschließe. Dann kann ich, wenn der Motor läuft, drücken. Das Ding schaltet ein. Und wenn ich den Motor ausmache, geht es ja dann automatisch aus. Das klappt ja. Aber ich war im Baumarkt gewesen, habe jetzt das Zeug für die Sitzbank geholt. Erstmal nur für die Sitzbank. Das Brett zum Ausklappen, was ich dann als Liege mache, habe ich noch nie geholt, weil ich das dann genauer ausmessen will, wenn die Sitzbank so weit zusammengebaut ist. Und jetzt müssen wir erstmal die dicken Leisten sägen, weil die gab es nie im Zuschnitt. Starterbatterie zeigt es mir jetzt mit 11,2 Volt an und der lädt trotzdem noch lustig drauf weiter. Also nicht so toll. Und um meine technische Zeichnung hier zu zeigen, jeder, der das beruflich macht, schlägt die Hände über den Kopf und kann die natürlich nicht lesen. Aber ich komme klar damit, ich weiß, was ich zu tun habe. Bilde ich mir zumindest ein. So, die Dinger wollte ich jetzt. Alte ist weg, muss man neues nehmen. Oder steht hier ein Mikrofon? Thank you.
Einen kleinen Überschlüssel hatte ich auch hier irgendwo liegen gehabt. Weg. So, was hat's gesagt? Ich hab glaube ich wieder falsch gemessen, oder? Ich hab 34 gemessen, oder? So, 33. Dann machen wir das in die Mitte. Thank you.
hier ist mein Ruhestütter. Den habe ich gefunden. Okay, Google. Du willst nicht. Schau, da werden wir uns bestimmt noch mal neue Sägeblätter holen müssen. Allzu lange kann ich jetzt erst noch so wie Jenny machen. Weil der Postbote dann noch was bringt.
Löffel ist noch verkramt. Da komme ich jetzt nie ran. Warum man halt hier anderweitig das Werkzeug. Ja, wo auf der Kränkelstraße vorbeigefahren, da ist es doch mal ganz lecker. Zum Einkleben verspülen muss ich die nochmal locker machen. Mach ich dann raus. Wie spät ist das? 3:45. 9:45 ist es. Ja, ich bin jetzt fertig hier soweit. Bank ist drinne. Es fehlt bloß noch dieses Brett zum Aufklappen, was dann da als Bett fungiert. Das habe ich jetzt gerade noch ausgemessen und bestellt. Das baue ich dann morgen ein. Und ja, soweit bin ich eigentlich zufrieden. Man hat reichlich Platz. Gut, ist nie ganz so sauber gesägt. Also ich werde hier noch mal ein bisschen was ändern. Hier die Innenleiste baue ich noch mal aus, wo ich drauf sitze. Ich zeige das mal hier in der Kamera. Also ich habe hier einen Zentimeter ungefähr Platz gelassen, weil ja hier diese Klavierband noch reinkommt. Das hält ja die Last nie aus, deswegen muss das ja noch aufliegen hier. Ansonsten sitzt man hier ganz gut drinnen. Also ich habe reichlich Platz auch mit den Füßen. Ein Stück höher komme ich noch, wenn ich hier noch eine Matratze drauflege. Und Teppich kommt unten rein. Und da hat man jetzt hier schön den Schrank und die Bank daneben. Ja, die Leiste säge ich noch mal ein Stück ab. Und dann kommt hier aber eine Leiste drüber, auf die ich dann die Verlängerung einlege. Ich habe noch eine Verlängerung, dass ich hier auf 2 Meter ungefähr komme. Und das mache ich bloß so, dass ich ein Brett mit 2 Füßen hier drüber lege. Das wird einfach so reingelegt. Und das kann man hier hinterm Schrank gut verstauen, denke ich mal. Hier habe ich jetzt aufgelassen, dass man von der Seite was reinlegt. Ich mache oben keine Klappe rein. Hier habe ich schon mal eine Steckdose dran geklebt. Hier haben wir 220 Volt. Ups. Ja. Wasserkanister, Wassertank. Waschbecken und Ablauf. Ablauf kommt noch eine Schelle drum. Ich hatte 19er Schlauch bestellt, weil im Angebot stand, dass der 19er Stutzen hat hier. Aber da habe ich den Schlauch nicht drüber gekriegt. Deswegen habe ich jetzt hier einen Adapter von 22 auf 19 gemacht. Ja, der 22er ist etwas zu groß. Wenn ich jetzt Wasser ablasse, tropft das leicht. Aber ansonsten bin ich voll zufrieden. Und da haben wir hier den Deckel. Ich könnte den Wasserhahn hochklappen.
und laufen lassen. So, und wie gesagt, hier kommt noch ein Brett drüber. Das klappt man dann so auf und hat eine gerade Liegefläche. Für eine Person eigentlich reichlich, mit sind knapp 80 cm oder so. Und weil ich mir jetzt überlegt habe, wenn man doch mal zu zweit schläft, kann man ja hier eine Matratze drüber legen. Das ist ja eine ebene Fläche, der Tisch, der Schrank. Also von daher bin ich eigentlich voll zufrieden, wie ich das jetzt gemacht habe. Und hatte gerade noch bei Hornbach die restlichen Bretter bestellt, die ich jetzt noch brauche. Ja, und ein Brett habe ich übrig, da habe ich einfach nie aufgepasst, weil ich bestellt habe. Aber das werde ich dann hier wahrscheinlich als Tisch nehmen. Das kommt dann so ran, wenn man von draußen mal irgendwie mit ran will oder so. Da kann ich dann der Abstand, der ich gewollt, weil die soll ja hier ein bisschen überstehen, um die andere Platte aufzunehmen. Weil ich übrigens noch sagen wollte, mit meiner Zusatzbatterie sieht allerdings sehr gut aus. Ich habe den ganzen Nachmittag den im Wetter laufen lassen und zwischendurch immer die Leisten gesägt. Und der steht immer noch auf 100% Batterie. Allerdings, was eben, wie gesagt, ein bisschen blöd ist, der schaltet sich nie automatisch ein, jetzt, wenn ich einen Motor starte. Entweder ich ziehe noch eine komplette D-Plus-Leitung hinter, aber da muss ich sehen, ob ich irgendwo noch eine finde. Beziehungsweise Klemme 15 geht ja notfalls auch, die Zündung. Mit Zündung an lässt man das Auto ja eigentlich kaum stehen. Aber besser wäre schon D-Plus. Ich denke mal, da bin ich morgen dann soweit fertig, dass dann bloß noch ein bisschen Elektrik fehlt, was ich dann so ab und zu mal nach Feierabend nochmal schnell mit reinziehe oder so. Hatte ja jetzt bloß eine Woche Urlaub. Den habe ich voll durchgearbeitet, kannst du sagen. Ja gut, ich habe ausgeschlafen früh. Das ist schon viel wert. Und habe mich auch nicht tot gemacht, also von daher, heute war ich auch zwischendurch beim Bäcker gewesen und habe mir nochmal ein Stück Kuchen geholt und ja, also Stress habe ich keinen gemacht, aber richtig Urlaub war es halt auch nie. Na gut, morgen geht's weiter, ciao.